Sie spiegeln mich. Sie spiegeln sich in sich selbst. Ein Mensch ist wie ein Spiegel. Er reflektiert, spiegelt seine Umgebung wieder und wird nur ohne Kratzer und Dellen als vollständig akzeptiert. Geboren als Glas in einer Schicht gekleidet, die einen Durchblick nur schwer ermöglicht. Die Schicht ist gezeichnet vom Unbewussten, vom Erlebten. Im Traum ist die Auseinandersetzung wie mit dem Spiegel nicht zwangsläufig bewusst, aber dennoch unvermeidlich. Und erst wenn der Spiegel nicht genau das zeigt, was man sich als Betrachterin erhofft, wird er einträglicher, bedeutsamer und anziehender. Wie im Traum wird die geglaubte Realität erst nach bewusster Auseinandersetzung hinterfragt. Man sieht mir, dir, ihnen in die Augen und hofft, sich darin wiederzufinden. Dennoch hat es etwas Fremdes, etwas Befremdliches und etwas Entfremdliches. Man sieht, was man nicht erkennen kann und glaubt dennoch, vertraut zu sein.